In Zeiten von Airline-Auflösungen, steigenden Passagierzahlen und kritischen Urlaubsregionen entwickelt sich der Salzburg Airport in eine positive Richtung. Rund 1,9 Millionen Passagiere flogen im vergangenen Jahr von und nach Salzburg. Das ist ein sattes Plus von 8,7% im Vergleich zum Jahr 2016. Damit kann sich der Salzburg Airport als stärkster Bundesländerflughafen profilieren. Wir haben ein gutes Jahr gehabt, obwohl es gerade im Luftfahrtbereich viele Turbulenzen gegeben hat, wie zum Beispiel die Insolvenz bei Air Berlin oder Stichwort Niki. Das war nicht einfach, das zu kompensieren, aber durch neue Partner, durch neue Destinationen, die wir zum Beispiel mit Eurowings gemacht haben, konnten wir wieder vieles kompensieren, ja sogar überkompensieren. Durch die Eröffnung einer Eurowings-Basis in Salzburg vor genau einem Jahr ist der Flughafen um 10 Anflugsziele reicher geworden. Bei 30 Flügen pro Woche sind das aufs Jahr gerechnet 480.000 Sitzplätze. Durch Kooperationen wie diese hatte die Insolvenz der Air Berlin so gut wie keine Auswirkungen auf den Airport. Der innerdeutsche Verkehr im Monat Dezember ist um 10% zurückgegangen, ein Rekord. Wir sind hier etwas besser weggekommen. Wir haben ein schönes, breites Feld an unterschiedlichen Fluggesellschaften, das wird uns helfen. Aber ich denke schon, dass wir in einem ruppigen Fahrwasser sind, dass die nächsten 3 bis 6 Monate für uns sehr anstrengend werden, die Verkehre, die wir momentan nicht besetzen können, wieder zu gewinnen, um den Salzburgern der Region in Bayern wie hier ein schönes und umfassendes Flugzielprogramm anbieten zu können. Bettina Ganghofer ist die neue Geschäftsführerin des Salzburg Airport. Sie tritt in die Fußstapfen von Roland Herrmann und hat ihre ersten 100 Tage im Amt bereits hinter sich. Ich kam mir vom ersten Tag an wie zu Hause. Also das war unglaublich. Die Menschen waren in einer Wärme, Herzensgüte, Herzlichkeit. Das ist schon ganz besonders hier am Flughafen. Aber es ist auch die gesamte Umgebung und ich liebe nun mal die Berge und der Flughafen ist ein Traum und es passt alles so zusammen. Ich bin mit der neuen Geschäftsführung, mit der Frau Bettina Ganghofer, sehr zufrieden. Die Arbeit der ersten 100 Tage kann sich sehen lassen. Sie hat sich sehr gut eingearbeitet, nicht nur am Flughafen, sondern sie hat auch schon ein ganzes Netzwerk geknüpft mit vielen Playern im Tourismusbereich, im Wirtschaftsbereich und natürlich im Verkehrsbereich. Und ich blicke da sehr positiv in die Zukunft, dass beim Flughafen alles sehr gut weitergeht.